Wir sind die 10. Legion. Exilanten eines sterbenden Reiches, die einst das Königreich Eb gegründet hatten. 400 Jahre lang haben wir unser Volk geführt und beschützt. Wir sorgten für Frieden, Wohlstand und Gerechtigkeit. Manche sagen, dass es der Tod des alten Königs war, der das Volk gegen uns aufgebracht hat. Aber es war Jane Cassinda, die das Schwert erhob und uns aus unseren Versammlungshäusern und Anwesen vertrieb. Ihr Hobbyhelden da draußen, wetzt eure Schwerter und poliert eure Zauberstäbe, denn mit Dungeons Siege 3 vom Fallout New Vegas Entwickler Obsidian steht ein neues Action-Rollenspiel mit dem typischen Genresuchtfaktor vor der Tür. In bester Diablo-Tradition gilt es in der gut 12-stündigen Kampagne, solo mit einem Kumpel zu zweit im Offline-Koop-Modus oder via Internet gar zu viert, als Mitglied der wiedererstarkten 10. Legion das Königreich Eb zu beschützen. Dieses wird seit dem Tod des alten Königs von der eben im Intro kurz zu sehenden Jane Cassinda und ihren fanatischen Anhängern terrorisiert, was ihr natürlich verhindern sollt. Mit einem von vier Helden zieht ihr durch das Fantasyland, erledigt Massive Quests, metzelt unzählige Monster, sammelt Beute, Gold und Ruhm und levelt eure Helden stufenweise auf. Zu Spielbeginn müsst ihr euch für einen von vier vorgefertigten Charakteren entscheiden. Klassen im eigentlichen Sinne gibt es in Dungeons Siege 3 nicht. Stattdessen bestimmt die Wahl der Spielfigur automatisch, ob ihr als Nahkämpfer Lucas Montbaron, der zwischen menschlicher Gestalt und Inkarnation eines Feuerelementars hin und her wechselnden Archione Anjali, dem Arkanmagier Reinhard Manx oder der Waffenexpertin Katharina ins Gefecht zieht. Jeder Charakter besitzt eine eigene Hintergrundgeschichte und ist individuell in die Story integriert, die für ein Action-Rollenspiel angenehm tiefgründig ist. Habt ihr euch entschieden und einen der drei Schwierigkeitsgrade ausgesucht, geht's auch schon ohne Umschweife los und ihr zieht fortan aus der in zwei Zoom-Stufen anpassbaren Verfolgeranlicht los. Haupt- und optionale Nebenquests erhaltet ihr von den überall aufzufindenden NPCs, die wie im PC-Online-Rollenspiel World of Warcraft mit einem gelben Ausrufezeichen über dem Kopf versehen sind und euch so signalisieren, dass sie Arbeit für euch haben. Sämtliche Dialoge und bestimmte Aktionen führt ihr im Multiple-Choice-Verfahren und wählt die Antwort aus, die euch zusagt. Aber Vorsicht, manche Entscheidungen nehmen direkten Einfluss auf Handlung und Spielverlauf. Zwar nicht in dem Maße wie etwa in einem Mass Effect 2, dennoch bestimmt ihr so direkt, wie das Spiel endet und welche der mehreren möglichen Endsequenzen ihr nach dem Durchspielen vorgesetzt bekommt. Während die Hauptquests die Story vorantreiben, verdient ihr euch in den Nebenjobs extra Kohle, zusätzliche Erfahrungspunkte und bessere Ausrüstung hinzu. Oftmals seid ihr auch dazu gezwungen, euren Charakter erstmal ordentlich aufzupäppeln, bis ihr euch etwa einen der Obermotze am Ende einer Hauptquest vorknöpfen könnt. Stellt ihr beispielsweise im Kampf gegen einen Boss fest, dass ihr noch zu schwach seid, lohnt es sich erstmal zurückzurudern und euch in Nebenquests und Metzelsonderschichten ein, zwei Levels zu verbessern, um bei den überall verteilten Händlern mit neuen Waffen und Ausrüstungsteilen einzudecken, bis ihr schließlich stark genug für den Boss seid. Die Kaufleute bieten für jeden Charakter passende Waffen, Rüstung und sonstige Items an. Deshalb lohnt es sich, jeden Winkel der Spielwelt nach versteckten Schatztruhen abzuklappern oder Fässer und Objekte zu zerstören, die oftmals Gold und Gegenstände beherbergen. Zudem könnt ihr bei den Händlern nicht benötigte Items verkloppen und eure Kasse aufbessern. Wie in den Fable-Spielen aktiviert ihr auf Knopfdruck eine Leuchtspur, die euch den Weg zur aktuell ausgewählten Quest vorgibt. Zwar ist Dungeons Siege 3 im Grunde sehr linear aufgebaut, aber immerhin könnt ihr selbst entscheiden, wann ihr welche Quest absolvieren wollt. Die Quests selbst sind guter Genre-Standard und reichen von Botengängen, Befreiungsaktionen und Erkundungsaufträgen bis hin zum Töten bestimmter Gegner oder dem Sammeln wertvoller Relikte oder sonstiger Objekte. Letztendlich geht es aber wie in jedem Action-Rollenspiel vor allem darum, immer mächtiger zu werden und die Fähigkeiten seines Reckens zu verbessern. Dies geschieht über ein durchdachtes Fertigkeitensystem. Nach jedem Stufenaufstieg bekommt ihr Punkte, die ihr in Spezialfähigkeiten und insgesamt 9 Talente investiert. Bis zu 5 Fertigkeitspunkte sind pro Fähigkeit einsetzbar, wobei ihr in eurer Wahl vollkommen frei seid. So könnt ihr eure Figur in genau die Richtung entwickeln, die euch am meisten zusagt. Zudem entwickelt ihr euch stetig weiter, je öfter ihr eure Fähigkeiten im Kampf einsetzt. In den actionlastigen Kämpfen setzt ihr generell defensive und offensive Fähigkeiten ein, die die sogenannte Fokusenergie verbrauchen, die ihr in Form eines blauen Balkens unter eurem Charakterporträt seht. Jede Aktion verbraucht Fokusenergie, allerdings bekommt ihr durch das Einsammeln von blauen Kugeln ständig neuen Fokussaft, wohingegen grüne Kugeln eure Lebensenergie wieder auffrischen. Oft ist es wichtig abzuschätzen, ob ihr eure Fokusenergie lieber aufspart, um euch im Kampf zu regenerieren, oder sie für die mächtigen Spezialangriffe einsetzt, die deutlich mehr Schaden anrichten als Standardattacken. Wo wir das Lauftempo der Spielfigur einen Tick zu langsam finden, geht die Steuerung gut von der Hand und lädt regelrecht zu launigen Hack-and-Slay-Orgien ein. Ob Standard-Schwerthiebe, Blocken per Schild oder Spezialangriffe, die Bedienung habt ihr ruckzuck kapiert. Die Inventar- und Charakterverwaltung ist schön übersichtlich geraten, allerdings müsst ihr beim Öffnen der Menüs jedes Mal eine kleine Nachladepause in Kauf nehmen. Schade auch, dass es keine Reiseportale oder Reittiere gibt, sodass ihr teils ziemlich lange Laufwege absolvieren müsst. Dafür stolpert ihr regelmäßig über Speicherpunkte, an denen ihr euren Fortschritt sichern könnt.
Seid ihr anfangs noch allein unterwegs, schließen sich euch schnell Mitstreiter in Form der drei anderen Helden an. Diese werden vom Computer gesteuert und stehen euch automatisch im Kampf tatkräftig zur Seite. Und falls ihr mal ins Gras beißt, beleben sie euch sogar wieder. Ihr dürft eure KI-Kollegen jederzeit austauschen, falls euch statt der taffen Anjali etwa mal mehr der Sinn nach Magier Reinhardt steht. Das Schöne daran ist, dass im Offline-Modus jederzeit ein Kumpel ins Spiel einsteigen kann und ihr dann kooperativ drauf losmeuchelt. Sämtliche gesammelte Items und Erfahrungspunkte der von ihm gesteuerten Figur bekommt der Mitspieler gutgeschrieben. Zu zweit macht die Monsterhatz jede Menge Laune und erleichtert das Vorankommen zudem an vielen Stellen spürbar. Im zum Testzeitpunkt noch nicht verfügbaren Online-Modus für sogar bis zu 4 Teilnehmer müsst ihr dann allerdings einen neuen Charakter erstellen. Die Fortschritte aus der Offline-Kampagne werden hier nicht übernommen. In puncto Präsentation ist Dungeon Siege 3 kein Kracher, dafür ist die Technik zu unspektakulär. Zwar überzeugen vor allem die leckeren Licht- und Zaubereffekte, dafür stellt Obsidians Onyx Engine nur wenig Polygone und Details dar. Im Gegenzug stimmen aber die Atmosphäre und das klassische Fantasy-Setting. Egal, ob ihr durch verwunschene Wälder, mittige Sümpfe, finstere Kerker und Grüfte, lauschige Dörfer oder über unheimliche Friedhöfe streift, hier kommt schnell Fantasy-Stimmung auf. Auch das Monster-Design kann sich sehen lassen. Obsidian fährt die komplette Palette an typischen Rollenspielgegnern auf. Angefangen bei niesgenauten Hexen und Banditen, über gefräßige Raubtiere, eklige Spinnen, bis hin zu Skeletten oder sonstigen Höllenkreaturen. Und natürlich gibt es immer wieder besonders fiese Endbosse. Gut gefallen uns auch die im Märchenprofil gezeichneten Zwischensequenzen, die durchweg professionelle deutsche Sprachausgabe und die viel Fantasy-Flair verströmende Musik. Spielerisch setzt Obsidian bei Dungeon Siege 3 hauptsächlich auf bewährte Elemente. Feinde meucheln im Akkord, die Jagd nach immer besseren Items und die kontinuierliche Entwicklung des eigenen Helden stehen klar im Vordergrund. Das Ganze ist zwar nicht grandios, aber insgesamt ordentlich inszeniert und mit einer durchaus fesselnden Story versehen, sodass sowohl Solisten als auch Multiplayer-Fans voll auf ihre Kosten kommen. Ein Innovationswunder dürft ihr nicht erwarten, aber einem Gesamtpaket sehr rundes Action-Rollenspiel mit Suchtpotenzial, das sich immer wieder in die Konsole locken wird und vor allem im Multiplayer-Modus richtig viel Spaß macht.